Hallo, ich bin die Marina Krogul, Schauspielerin und Synchronschauspielerin und ich bin die deutsche Stimme von Cynthia Nixon, bekannt aus Sex in the City. Du versuchst natürlich immer, dich wie ein Profi zu verhalten. Psychopathen sind keine Profis. Ich kann nicht mit Psychopathen zusammenarbeiten. Du weißt doch nie, was diese kranken Arschlöcher als nächstes tun. Wie bist du zum Synchron gekommen? Gute Frage. Und zwar deshalb, weil das Erste, was ich synchronisiert habe, war, dass ich mich selbst synchronisiert habe. Bei meinem ersten Kinofilm, den ich gedreht habe, damals noch zu DDR-Zeiten, bei der DEFA. Und da hat man mich vorgewarnt und hat gesagt, oh, es kann sein, dass dir das schwerfällt, sich selber zu synchronisieren, ist immer ganz schwierig und so. Und dann hatte ich schon Angst und dann musste das aber sein. Und dann habe ich aber schon sofort bei dem ersten Bild gesehen, dass das für mich kein Problem darstellt, weil sich selber kennt man ja nun wirklich sehr gut. Und das war aber nichts Unangenehmes für mich, sondern ich wusste dadurch natürlich auch genau, was ich zu spielen hatte, weil ich es ja gemacht hatte. Und insofern war das für mich kein erschreckendes Erlebnis. Und war auch schön, weil man eine andere Erfahrung hatte. Und die Person, die ich da gesehen habe, obwohl ich es selber war, war für mich die dritte Person. Also ich hatte auch einen gewissen Abstand dazu gewonnen. Und das war auch in Ordnung. Also es war ein gutes Erlebnis. Und die erste fremde Person, die ich synchronisiert habe, war, glaube ich, die hieß Olivia, glaube ich. Oder so ähnlich. Und das war in einem Film über den Untergang von Pompeji. Wenn ich mich richtig erinnere. Aber das war, glaube ich, die erste fremde Person. Kannst du dich an den Film noch erinnern? Ja, ich weiß, dass das war sehr dramatisch geschildert. Logisch muss ja, weil es ja der Ausbruch des Vesuvs ist und sie... Ich kann dir aber nicht sagen, also sie durch die Straßen flüchtete und so. Ich kann dir aber nicht sagen, ob sie es geschafft hat oder nicht. Das habe ich vergessen. Aber es war beeindruckend, weil ich ja schon von Kindheit an auch gerne Archäologin geworden wäre. Und Pompeji mir deshalb auch bekannt war. Und ich wusste, dass da der Vesuv ausgebrochen war. Also die Hintergründe dieser Geschichte waren mir durchaus bekannt. Und insofern war das für mich besonders, hatte das noch einen besonderen Reiz. Und es hat mir Spaß gemacht. Gab es Unterschiede zwischen der Synchronisation in der DDR und der BRD? Ja, es gab schon einen Unterschied. Ich kann mich erinnern, also ich kann da nur für mich sprechen. Die Takes, die wir zu DDR-Zeiten hatten, die waren wesentlich länger. Also du hattest mehrere große Repliken hintereinander in einem Take. Das war schwierig und du hattest Regisseure, die quasi auch nochmal den Film fast neu erfinden wollten mit der Synchronisation, was manchmal kollidiert hat mit dem, was die Leute da gespielt haben. Und da du die Person bist, die das dann transportierst, ist das nicht einfach gewesen. Also das fand ich schwierig. Und es musste alles gespielt werden. Es musste fast so gespielt werden wie im Theater. Und das war kompliziert und das ist der extreme Unterschied zu dem, was ich später im Westen kennengelernt habe. Und das ist jetzt nicht ein Nachteil gewesen, oder ein Negativ, was ich über den Westsynchron sagen kann, sondern eher ein Vorteil, weil da war kürzer getakt. Es hatte prinzipiell auch das stattzufinden, was da zu sehen war. Also es war nicht dieser extreme Ehrgeiz da, den Film neu zu erfinden. Hätte den Auftraggebern wahrscheinlich auch nicht gefallen. Keine Ahnung. Und das war der Unterschied. Und dadurch empfand ich es als leichter, in Anführungszeichen, insofern, dass du, wenn die Takes kürzer sind, auch gerade wenn du emotionale Sachen zu spielen hast, hast du mehr das Gefühl, an der Szene dran zu sein, weil es hintereinander weg sich erarbeitet wird und du nicht, was man sich ja vorstellen kann, wenn du zu viele große Repliken nacheinander hast, die musst du dir ja trotzdem auch erstmal erarbeiten, wenn du spielst. Und dadurch vergeht der Abstand von einem Take zum anderen Take, verging doch eine etliche Zeit, wo du dann dir wieder vergegenwärtigen musst, was waren vorher, damit du das authentisch wieder
dran spielen kannst, weil das ist eben was anderes, als wenn du Theater spielst. Der Film ist ja zerlegt in kleine Schnipsel. Und diesen Unterschied empfand ich als sehr angenehm vom Osten zum Westen. Das hat sich dann ein bisschen geglättet später, aber es war schon noch ein Unterschied, was das angeht. Ansonsten spielen und so ist natürlich klar, es ist der gleiche Job. Daran hat sich nichts geändert im Westen. Wie wurdest du die deutsche Stimme von Cynthia Nixon? Wie? Oh, ganz einfach. Du hast Probeaufnahmen, also die rufen dich an, gehst hin, hast Probeaufnahmen und dann hast du auch noch Konkurrentinnen, die du nicht siehst. Dann werden die Stimmen dahin geschickt zu dem Auftraggeber. Damals wurden sie auch, das hat man mir, glaube ich, gesagt, die wurden nach Amerika geschickt. Ich weiß gar nicht mal, ob da der Name dann drunter steht oder ob die nur die Stimme hören, das weiß ich gar nicht. Und dann kam es zurück. Und dann kriegte ich den Anruf, du bist es geworden. Und dann war ich die Stimme von Cynthia Nixon. Was macht ihr Spiel aus? Oh, ihre sehr authentische Art zu spielen. Sie empfindet das alles sehr stark. Du siehst, wie es von innen bei ihr entsteht. Sie ist zu großer emotionsfähig, sowohl zurückhaltend als auch in Ausbrüchen. Sie ist sehr wandelbar. Ihr Ehrgeiz besteht darin und ihre Eitelkeit besteht darin, immer sehr anders zu sein. Also jetzt nicht nur, ich habe sie ja auch nicht nur bei Sex in the City synchronisiert, sondern auch bei allen anderen Geschichten, die sie gedreht hat. Und sie ist sehr, sehr wandelbar und immer anders. Und das ist das Tolle und das macht sie aus. Und deswegen macht das Spaß, weil sie bietet mir immer was Neues und ich komme dann und sage immer, na mal sehen, was sie mir heute anbietet bei dieser Geschichte, je nachdem, was es ist. Erzähl mal von den Synchronaufnahmen zu Sex and the City. Ja, war interessant, weil wir waren damals nicht alleine vor der Kamera, so wie es heute, vor dem Mikrofon, wie es heute üblich ist, sondern zu viert. Was da auch schon schwierig war, weil die ja manchmal übereinander gesprochen haben und sie waren ja auch ziemlich viel zusammen, so dass der Tonmeister schon die Hände über den Kopf zusammengeschlagen hat und wir dann trotzdem geixt wurden oder zu zweit wenigstens nur. Was natürlich für uns manchmal dann Leerlauf bedeutet hat, weil wir dann im Studio warten mussten. Und du kennst es ja, wenn Leute zusammensitzen und nicht dran sind, selbst wenn sie das Metier kennen und Bescheid wissen, irgendwann fängt es doch an zu tuscheln und so. Und es ist dann furchtbar unangenehm, weil man begreift natürlich, dass man den anderen stört. Umgekehrt wird man auch gestört, wenn man da steht und denkt, mein Gott, das müssten sie ja nun wissen. Bis hin zu der Tatsache, dass man nicht frontal vor dem Mikro gestanden hat, wenn wir dann zu viert waren, sondern eben so vor dem Mikro, damit wir alle vier eine Chance hatten, da ranzukommen. Ja, es war zum Teil sehr lustig und eben zum Teil auch wirklich sehr ein Geduldsspiel, weil man eben auch Rücksicht nehmen musste, wenn wir im Studio seiend warten mussten, bis der andere dann zu Potte gekommen ist mit seinen Takes. Konnte man damals schon ahnen, dass die Serie so erfolgreich sein wird? Konnte man nicht ahnen. Wir haben unsere Arbeit gemacht. Und es hat uns Spaß gemacht. Es war auch anstrengend. Es ist ja nicht so, dass wir nur hingehen und Spaß haben wollen, sondern es ist auch Arbeit. Natürlich, Konzentration. Das darf man dabei nicht vergessen. Es ist ja ein Zusammenspiel nicht nur zwischen Kollegen, sondern zwischen Regie, Cutterin und Tonmeister. Und alle haben ihre Wünsche. Du selber natürlich auch noch. Das heißt, es ist schon eine enorme Konzentration. Und die Hauptkonzentration geht natürlich dahin, dass man die Person, die man da synchronisiert, die Schauspielerin, dass man die genauso hoffentlich eins zu eins ins Deutsche rüberbringt, wie sie dort zu sehen ist. Und das ist eben anstrengend auch. Und insofern ist das eine Mischung aus all dem, was ich eben beschrieben habe, ist halt eine Arbeit. Darf man dabei nicht vergessen. Was glaubst du, warum war Sex and the City so erfolgreich? Ich glaube deshalb, weil die Szenen sehr genau geschrieben waren, weil natürlich dramaturgisch vier unterschiedliche Charaktere da waren, die alle ihr Umfeld hatten, weil die Dialoge gut waren, weil die deutsche Dialogfassung, die der Theodor Doppheide da erstellt hat, sehr gut war.
weil das ja nicht so einfach gewesen war, ja da auch viel Wortwitz dabei war und so. Und die haben das sehr, sehr, sehr gut vorgegeben. Und wir mussten eigentlich nur zusehen, dass wir es genauso gut hinkriegen, wie sie es da gespielt haben. Und das war schon toll. Und natürlich kam dazu, dass die, ich will mal so sagen, diese Verpackung, die waren ja auch sehr gut anzusehen, die Mädels und die Männer, die zu sehen waren oder sind immer noch. Diese Mischung aus allem hat die Zuschauer natürlich und überwiegend offensichtlich auch die Frauen gereizt, sich das anzugucken. Die Männer mochten das, wenn ich das so mitgekriegt habe, nicht so besonders, diese Serie. Vielleicht, weil sie manchmal nicht gut wegkam, ich weiß es nicht. Also das ist, und wir haben natürlich auch Worte zu sagen gehabt, wo man dachte, oh Gott, wenn meine Mutter wüsste, dass ich das jetzt sagen muss, was würde sie wohl sagen? Und wenn man dann ab und zu mal reinguckt, jetzt wird ja gerade wiederholt und man sieht es heute, ist die Zeit natürlich auch extrem weitergegangen. Dann sagt man, na ja, okay, ist schon in dem Zusammenhang, in dem heute Filme auch stehen und wie das Leben auch weitergeht und wie die Gesellschaft heute aufgestellt ist, ist das gar nichts Besonderes mehr. Also würde ich sagen. Hast du Cynthia Nixon mal persönlich getroffen? Ja, habe ich. War auch ganz kurios insofern. Also da war der erste Kinofilm, war die Premiere und wir waren eingeladen. Und der war komischerweise oder warum auch immer, weiß ich jetzt auch nicht zu sagen, der lief aber nicht synchronisiert, sondern in der Originalfassung. So ging es schon mal los. Und dachte ich, okay, gut. Und dann war der Empfang. Wo dann die Hauptdarsteller dann auch da waren. Da waren wir aber nicht eingeladen. Und die Mädels, also wir haben uns damit abgefunden, weil natürlich, wir sind die waren auf der ganzen Welt unterwegs und überall werden sie wahrscheinlich, wenn nicht Untertitel war, auch synchronisiert worden sein. Das ist für die, wenn man die dann trifft, vielleicht nicht besonders prickelnd, keine Ahnung, vielleicht sogar auch peinlich, was so eine kleine Dünne oder so eine lange Dünne oder irgend sowas oder keine Ahnung, weiß ich nicht. Auf alle Fälle die Irina von Bentheim, die fand das gar nicht gut, dass wir nicht auf die Damen treffen. Und die hat das geschafft, da bei bei der Security oder wer da das Sagen hatte, den entscheidenden Menschen dann da an die Stelle zu kriegen, wo die Grenze sozusagen war. Und hat das geschafft, dass wir da reingelassen wurden. Und uns war es eher peinlich, aber Irina sagte, nein, das muss jetzt sein. Und dann, also sie hat es geschafft. Also dann waren wir da und dann haben wir sie getroffen und kann sagen, alle vier sehr sympathisch. Natürlich sehr unterschiedliche Charaktere, was ja auch gewollt war, was man ja in dem Film auch gesehen hat. Und die Cynthia Nixon kam mir, und ich bin ja nun selber nicht sehr groß geraten und breit oder so, die kam mir unheimlich zart. Und also ich kam mir vor wie ein Tier gegen sie. Und das Erste und Einzige, was sie wirklich wissen wollte von mir, war, ob ich Schauspielerin bin, ob ich den Beruf gelernt habe an einer Schauspielschule, ob ich selber auch Theater gespielt habe. Und als ich das alles bejahen konnte, war sie zufrieden. Und dann war es auch in Ordnung. Mehr haben wir uns eigentlich nicht unterhalten, außer dass ich gemerkt habe, dass sie eine sehr sensible Person ist, was ich aber wusste, weil ich sie ja synchronisiert habe und mich das auch nicht verwundert hat und dass sie eher scheu ist. Und das hat mich auch nicht verwundert, fand ich eher stimmig für sie und war in Ordnung. Wir waren uns sympathisch, hatten das festgestellt und dann war gut. Und dann hatte ich mich noch unterhalten mit der Kim Cattrall, die kann ja sogar ein bisschen Deutsch. Und die ist eine ganz direkte Person, sehr ehrlich auch. Also die Cynthia Nixon ist eher wie eine Elfe. Und die ist sehr ehrlich und sagt das auch. Und sie kommt dann zu so einem Empfang und hat das Kleid noch an. Und an den Füßen guckst du runter und dann hat sie so Häschen, Hausschlappen an, so rosa Dinger. Und sagte, tut mir leid, ich bin jetzt über 50, also wir sind auf der ganzen Welt rum, ich kann nicht mehr, ich musste diese Schuhe ausziehen. Und dann kam sie so und so ist sie auch, so ist sie 1:1 und sehr, sehr sympathisch und weiß, was der Beruf beinhaltet und weiß, dass der wiederhergestellt wird und man hatte sofort einen Draht zu ihr.
ein ganz wunderbarer, direkter Mensch, muss ich auch sagen. Also die hat mir auch sehr gefallen. Gibt es ein bestimmtes Rollenprofil, für das du oft besetzt wirst? Nee, Rollenprofil kann man nicht sagen. Eher kann man davon sprechen, dass ich eher so gebrochene, komplizierte Charaktere synchronisiere. Was mir angenehm ist, weil es ist immer interessant und immer was Besonderes, aber nicht einfach. Das kann man so pauschal sagen. Und ist aber in Ordnung. Ich mache es gerne. Und die Frauen, man darf ja nicht vergessen, wir synchronisieren ja nicht bloß die Superstars, wir synchronisieren ja auch andere Menschen, die man nicht kennt, andere Schauspieler, die sehr, sehr gut sind. Die Namen, die man gar nicht kennt in Serien, die wunderbare Rollen spielen und auch wunderbare Szenen haben, auch Episodenrollen, das darf man dabei nicht vergessen. Also das sind richtig tolle Schauspieler, die man zum Teil, denen man da begegnet und denen man ins Gesicht gucken darf und abnimmt, was sie rauslassen aus ihrer Seele. Das ist schon toll. Also ich war dann bei einer Synchronisationsfirma und dann habe ich gearbeitet und am Ende der Arbeit sagten die, Mensch Marina, machst du mal ein Probesprechen für uns? Und nun bin ich kein Freund von Probesprechen, weil ich immer, also bei Cynthia Nixon war es eine Ausnahme in meinen Augen, weil immer, wenn ich so Probesprechen kam, wusste ich, das bin ich nicht. Weiß auch weißer Teufel, also ich habe da nicht sehr großes Glück. Und dann dachte ich, naja gut, okay, ich mochte die Leute und habe gesagt, gut, mache ich. Und wer ist es denn? Ja, Marilyn Monroe. Ich sage, ihr wollt mich veräppeln. Die ist doch schon, nein, das ist eine verlorene gegangene Synchronisation und das ZDF will den Film ausstrahlen und wir haben jetzt schon so viel gecastet und sie sind nicht zufrieden und wir wissen nicht mehr, was wir jetzt machen sollen. Würdest du uns denn das machen? Ich sage sofort, mache ich sofort. Wie viele Takes? 20. Ich sage, na, das lohnt sich ja wenigstens, dann hat man auch mal so einen Eindruck. Und dann habe ich das gemacht. Und das war insofern ein Erlebnis, weil ich kannte ja die Filme synchronisiert. Und wenn du einen Film im Fluss siehst, eine Schauspielerin, die also synchronisiert oder auch im Originalton, ist es was anderes, als wenn du kurze kleine Stückchen siehst. Dann siehst du ja unter Umständen 2-3 Mal immer dasselbe Bild. Also du guckst viel tiefer, als wenn du das so im großen Ganzen vorbeilaufen siehst. Und das war ein großes Erlebnis für mich, weil du siehst, bei der Monroe hast du auch ganz deutlich gesehen, wie es bei ihr von innen entsteht. Und die hat so was Naives in ihrem Spiel, würde ich sagen, was gar nicht einfach ist zu kriegen, weil das war ihre Eigenart, so war sie halt von zu Hause. Und das musst du von ihrem Typ her. Und das war ja auch das, was so faszinierend an ihr war. Und das war schon ein harter Brocken. Also ich habe das gemacht und dann habe ich gesagt, so, und ich weiß ja nicht, bei meinem Glück mit Probesprechen, führt mir doch einmal vor. Und dann haben sie es mir auch vorgeführt und dann habe ich nur, und das sage ich im vollen Bewusstsein, ich bin ein selbstkritischer Mensch und meine Mutter hat immer gesagt, du bist zu überkritisch, du musst auch mal dich gut finden. Und dann war so ein Moment, ich habe das gesehen und habe gedacht bei mir, also wenn sie dich nicht nehmen, sind sie selber schuld. Und tatsächlich, ich kriegte nach einer Woche oder so einen Anruf, ja Marina, du sollst die synchronisieren. Und das habe ich auch gemacht. Und es war ein tolles Erlebnis, weil diese Figur, das war eine Kleptomanin, war so ein Konversationsfilm im Grunde genommen, hieß Versuchung auf Zimmer 089 oder so ähnlich. Ich habe den Film leider nie gesehen, komischerweise. Und den zu synchronisieren war toll, war ein tolles Erlebnis. Weil du guckst eben anders, und das ist nicht nur bei der Monroe so gewesen, sondern bei allen anderen ja auch, die man synchronisiert. Du guckst über die Augen in die Tiefe und je besser und je mehr sie dich lassen, natürlich von der Rolle, umso mehr erfährst du natürlich auch über die Schauspieler als Person. Ist ja klar. Und das ist schon spannend. Du bist ebenfalls die Synchronstimme von Rosanna Arquette. Wie kam es dazu?
Ähnlich wie, nee, da habe ich nicht mal Probe gesprochen. Also es gab eine Zeit, es klingt ja so wie vor 100 Jahren, aber es gab eine Zeit, da gab es auch Regisseure und auch Produktionsfirmen, die einen dann kannten und die dann gesagt haben, das wäre was, das wäre doch was für Marina. Fragen wir doch mal Marina. Und dann haben die einen angerufen und gesagt, kommst du? Die haben einem nicht mal gesagt, wer es ist. Also ich kann mich erinnern, das war ein Film, das erste Mal bei Rosanna Arquette war es ein Film mit Jackie Chan. So ein richtiger Kracherfilm, so mit Karate und allem drum und dran. Und sie war eine, die immer nur gekreischt hat. Und dann, als ich die dann sah, dachte ich, oh, es ist ja anstrengend, weil die kreischte und brüllte durch die Gegend. Und insofern war das für mich jetzt nicht dieses tiefsinnige Hineinschauen in die Psyche, sondern die hatte eine Rolle, wo sie halt ständig irgendwie verfolgt wurde und angegriffen wurde und immer kreischte. Und dann bin ich ihr aber immer wieder begegnet. Und das Interessante war, die meisten Leute, die nach der Rosanna Arquette gefragt haben, die hatten eben sowas gesehen. Und ach, die, das ist die. Und das stimmt aber bei ihr nicht. Ich habe sie dann später zum Beispiel in About Brian synchronisiert. Das war eine kleine Serie, eine Kurzserie, wo sie ein richtig interessantes Schicksal auch dargestellt hat. Mit allem, was das Leben zu bieten hat. Mit Liebe, Tod und allem drum und dran. Und da habe ich gemerkt, oh, da ist ja dann doch noch was ganz anderes da. Und das war toll. Also ich habe quasi erlebt, was man manchmal für Vorurteile hat, wenn man jemanden nur einmal sieht und denkt, ach, so ist die oder so ist der. Und da tut man manchmal den Leuten, auch den Schauspielerkollegen, sehr unrecht. Und das habe ich dann Abbitte geleistet und immer mehr, weil ich sie dann auch öfter eben synchronisiert habe. Und sie war, ist auch immer interessant gewesen. Und ihr bin ich auch begegnet, persönlich. Und zwar hatte ich das ist noch gar nicht lange her, das Etruskische Lächeln hat sie gespielt. Und da war die Weltpremiere in Berlin im Zoopalast und da war sie auch da. Und als ich sie dann gesehen habe, man sieht ja auch sofort an der Art, wie sich jemand bewegt und so. Sie hat so, genau so eine erdige Art wie die Kim Cattrall, weil das ist ja auch ein harter Job. Man muss sich ja auch behaupten und vor allen Dingen so lange Zeit. Das darf man dabei nicht vergessen. Die macht das ja schon sehr lange. Und die war also sehr, kam auch auf die Bühne und erzählte was über den Film, genauso wie der Regisseur. Und es war eine sehr schöne Premiere. Und dann traf man sich im Foyer. Und ich mache das eigentlich sonst nicht, aber da sie so war, wie sie ist, so ehrlich, das erkennt man dann sofort, habe ich dann gesagt, hallo, ich bin die Marina und habe dich synchronisiert. Och, und die wollte nun wieder wissen, ob ich sie auch in ihrem allerersten Film synchronisiert habe. Da ging es um einen Apnoe-Taucher, das weiß ich noch. Und da musste ich ihr sagen, nein, da war ich noch hinter dem eisernen Vorhang. Da habe ich sie nicht synchronisiert. Aber war auch sehr angenehm, weil ich alles, was ich in ihr gesehen habe beim Spiel, auch in ihrer Persönlichkeit bestätigt gefunden habe. Die war überhaupt nicht abgehoben. Dein Lieblingsfilm mit Rosanna Arquette? Also das Etruskische Lächeln gehört schon mit dazu, aber About Brian fand ich sie auch sehr gut, weil sie wirklich sehr facettenreich gespielt hat. Das würde ich so sagen. Diese beiden finde ich nach wie vor mit am interessantesten von ihr. Welche deiner Schauspielerinnen sprichst du am liebsten? Alle. Weil man muss es wirklich so sagen, der Reiz besteht ja darin, dass sie alle sehr unterschiedlich sind. Und wenn man so einen Film dann einmal durch hat, wenn es eine große Rolle war, dann ist man auch froh, wenn man mal wieder jemand anders synchronisieren kann. Und das muss nicht mal jemand mit einem großen Namen sein. Das kann auch, wie gesagt, jemand sein, der eine schöne eine Episodenrolle hat in einer Serie und ein richtig guter Schauspieler ist. Dann ist man auch glücklich, dass man mal wieder was anderes zu tun hat. Weil ich kann mich an einen Film erinnern mit Amanda Plummer, die ich zum ersten Mal nicht in Pulp Fiction, da hatte ich sie auch synchronisiert, sondern in einer Serie davor, wo sie in einer Familienserie aus dem
19. Jahrhundert eine Bedienstete gespielt hat, die geistig behindert ist, und mit dem Chauffeur, der auch ein bisschen geistig behindert war, ein Paar wurden. Und das klingt jetzt sehr profan, war aber eine sehr anrührende, sehr, sehr, sehr schöne Geschichte. Und die Amanda Plummer ist ganz schwer zu synchronisieren. Die stottert viel. In dem Gesicht geht unheimlich viel vor, viel Emotion, viel Atem. Also eine ganz komplizierte, komplexe Person, sowieso wahrscheinlich privat auch. Und die Rollen, die sie spielt, immer so. In Fisher King war sie ja auch zu sehen. Da habe ich sie auch synchronisiert. Und die hatte einen Film, da hat sie, ja, wie soll man sagen, da hat sie eine Frau gespielt, so eine Art Roadmovie, die ständig Bibeltexte zitiert hat und umgebracht werden wollte. Und die hat wiederum jemanden gesucht, der sie umbringt, weil die wollte nicht leben. Und die zog also durchs Land und hat immer versucht, jemanden zu finden. Sie fand dann eine Frau, die mit ihr durch die Gegend fuhr, und sie haben aber auch Männer umgebracht. Also in Anlehnung an Judith. Und sie zitierte also Bibeltexte ohne Ende. Und wie das bei ihr ablief, kann man sich vorstellen, kompliziert. Und ich habe nur immer gedacht, während ich das synchronisierte, das ging 4 Tage, habe ich immer gedacht, ich kann es nicht mehr aushalten. Das legte sich so auf meine Seele, dass ich dachte, ich halte es nicht mehr aus. Sie redete auch ununterbrochen. Und am Schluss, am letzten Tag, hatten wir auch die Szene, da hatte sie dann diese Frau, die sie da begleitet, so weit. Dann gingen die ins Meer, sie ging ins Meer hinein, zog sich alle Sachen aus. Unter den Sachen, die sie anhatte, hatte sie eine Kette, so eine schwere Eisenkette mit so ganz schweren Eisengliedern um. Die legte sie, es war ein tolles Bild, die legte sie dann am Schluss ab. Die plumpsten dann ins Wasser. Man sah, das legte die nie ab. Richtig Narben und sowas von dieser Kette. Und dann kam diese Frau, die sie immer begleitet hat, und drückte sie unter Wasser so lange, bis sie tot war. Und da habe ich gedacht, nun ist es gut, weil ich war befreit von dieser Rolle, von dieser Figur, die sie da gespielt hat, weil das war irrsinnig anstrengend. Und danach, nach einer solchen Sache zum Beispiel, ist jetzt auf die Spitze getrieben, ist man dann natürlich froh, wenn man was ganz anderes machen kann und ein ganz anderes Gesicht sieht. Jemand, der die Sätze spielt, die aus ihm rauskommen und nicht dauernd stottert oder irgend sowas. Das ist dann schon sehr erholsam und angenehm. In Monsieur Claude und seine Töchter sprichst du Chantal Lobby als Madame Claude alias Marie Verneuil. Erzähl mal von den Aufnahmen. Da ist gar nichts Spektakuläres. Das ist genauso wie bei allen anderen Aufnahmen auch. Ich habe nur gedacht, was für ein witziger Film. Natürlich erkennt man bei dem Film auch die Dramaturgie, logischerweise. Aber wie das Ganze in den Dialogen dann auch umgesetzt wird und auch in der Optik, und wie die das dann auch gespielt haben, die Schauspieler, war das doch sehr erfrischend. Also hat auch Spaß gemacht. Bei allem, dass es eben immer Arbeit ist, das darf man dabei eben immer nicht vergessen. Also wir sitzen da nicht und lachen und checkig und schütteln irgendwas aus dem Arm. Das ist es nicht, aber es hatte Esprit, und das überträgt sich natürlich auch. Monsieur Claude und seine Töchter zählt zu den erfolgreichsten französischen Filmen. Hast du ihn dir angeschaut? Ja, natürlich. Habe ich mir angeguckt. War interessant. Und auch der zweite Film war auch interessant. Obwohl man denkt, oh Gott, wie soll man das denn noch toppen? Ne? Oder zumindest schaffen, dass die Leute genauso dranbleiben. Aber ich glaube, es ist so geworden. Natürlich, ich glaube, der erste, weil er einfach so überraschend war. Dann kennt man die Figuren schon, aber ich fand ihn trotzdem gelungen. Also so ist es nicht. Aber überraschender war es beim ersten Mal, logischerweise, finde ich. Du bist 1985 während einer Theatertournee durch die BRD im Westen geblieben. Wie schwer war es, beruflich wieder Fuß zu fassen? Ja, nicht so schwer, weil man ging Klinken putzen, das musste man schon sagen. Ich habe eine Tür aufgemacht, das war, die Firma hieß NFP. Die haben gedreht Praxis Bühlebogen, und die
Da kam ich zur Tür rein, sagte die Frau Rocho, ich weiß nicht, vielleicht hört sie es gerade jetzt, wenn sie mal solche Sachen guckt, die sagte, die Julia von nebenan, weil die sagte mir dann, ich wollte sie immer haben. Ich habe die Julia von nebenan gesehen, das war ein Fernsehfilm, den ich zu DDR-Zeiten gedreht habe. Ach, und ich wollte sie so gerne besetzen. Und jetzt kann ich's. Rief nach nebenan, holte den Regisseur Dietrich Haug. Ich habe hier eine, die kannst du besetzen. Ja, okay, hier ist eine Rolle. Ich hatte sofort eine Rolle, eine Episodenrolle, eine große Episodenrolle, war sofort besetzt. Und das war natürlich ein tolles Erlebnis. Synchronisieren war ähnlich. Man sagte guten Tag, man sagte, was man gemacht hat. Es hatte einen natürlich keiner gesehen, keiner gehört, logischerweise, weil die Tür natürlich eher zum großen Westen aufging als zum Osten. Da musste man ja auch Eintritt bezahlen, wenn man dahin wollte. Also mit anderen Worten, der Osten war weiter weg als Australien oder so. Aber war nicht schlimm, war in Ordnung so. Und es war klar, dass man Hallo sagen musste. Aber die Firmen haben einem auch schnell eine Chance gegeben. Und man hat über mittlere bis kleinere Rollen dann auch die großen Rollen synchronisiert. Also das, man hat auch, wie man es damals nannte, Menge Masse gemacht, wo man dann auch mal etwas größere Geschichten dann hatte und so. Und das, man ist da reingewachsen. Hatte Glück, dass da gerade ein großer Boom war, dass also auch viel zu tun war, sodass die Chance, dass man gebraucht wurde, auch sehr groß war. Und insofern hatte ich es nicht, würde ich es nicht als schwer bezeichnen, obwohl natürlich die Situation als solche schon abnorm ist und besonders ist. Und es ist natürlich auch insofern was Besonderes gewesen, weil du musst bedenken, du bist von einem Tag auf den anderen, bist du ganz woanders. Du hast keine Vergangenheit, zumindest für die Leute, auf die du da triffst. Die unterhalten sich über Schiller-Theater und hast du den gesehen und kennst du das und jenes. Da kannst du nicht mitreden. Du bist ein Mensch ohne Vergangenheit. Aber die Kollegen haben sich schon sehr dafür interessiert, wo du herkommst. Die wollten alles wissen und hatten auch wirklich echtes Interesse daran. Und haben dich sofort aufgenommen, was ich als toll empfunden habe. Das kann ich nicht anders sagen. Du hast ja an der Schauspielschule Ernst Busch gelernt. Wie wichtig ist eine Schauspielausbildung für den Beruf des Synchronschauspielers? Also für mich, kann ich nur sagen, war es das Beste, was es gab. Weil du kriegst natürlich eine ganz andere Sicherheit. Du lernst, du hast Sprecherziehung, du lernst es einfach nicht learning by doing, was auch in Ordnung ist. Wenn jemand eine Begabung dafür hat, habe ich auch nichts dagegen. Aber du hast ein ganz anderes Handwerk. Und das finde ich wichtig. Und wenn du dann auch noch Theater gespielt hast, was ich auch wichtig finde, weil du natürlich am Theater eine ganz andere Art des Erarbeitens einer Rolle hast als beim Synchronisieren, logischerweise. Du hast Proben, du näherst dich der Rolle ganz anders. Und wenn du dann die Rolle quasi spielst, wenn die Inszenierung dann fertig ist, dann spielst du einen ganz anderen Bogen von vorne bis hinten sozusagen und musst dir die Dinge ganz anders erarbeiten und hast sie auch anders erarbeitet. Du hast sozusagen den Untertext, das, was wir dann immer sagen, du sagst ja nicht bloß, wenn du irgendwo zur Tür reinkommst, jetzt beim Synchron, guten Tag, nein, danke, auf Wiedersehen. Das sagst du ja nicht, sondern die Leute, die da spielen, haben ja auch also in der Fachsprache heißt das Untertext. Das heißt, warum ist der jetzt in einer besonderen Situation? Das spielst du natürlich mit. Du sagst nicht einfach den Text auf. Und am Theater ist es ganz genauso. Und das lernst du eben auf der Schauspielschule. Und das ist gut, weil du lernst richtig das Handwerk, was dir natürlich beim Synchronisieren und später auch beim Drehen, wenn du selber spielst beim Drehen, ja auch wertvolle Hilfe leistet, weil du ja da auch manchmal den Schluss spielst oder aus der Mitte eine Szene oder sonst was. Und da gibt dir das
in der Vorbereitung auch des Drehens dann das Gerüst, dass du weißt, aha, das ist die Figur am Anfang und da willst du irgendwann hin. Und beim Synchronisieren ist es ähnlich. Dann weißt du, aha, das ist die Figur, der Regisseur hilft dir natürlich dabei. Du hast den Film vielleicht auch gesehen und weißt, wenn ich jetzt hier an der Stelle bin, dann ist die Figur irgendwann am Ende dort angekommen oder hat den und den Bruch oder so und weißt, du spielst nicht alles in einem Take, logischerweise. Gibt er ja auch nicht vor, der Schauspieler da. Und insofern ist es schon toll und wichtig. Du bist mit dem Schauspieler und Sprecher Udo Schenk verheiratet. Wie ist es, als Künstlerpaar in derselben Branche tätig zu sein? Ist okay, würde ich mal sagen, weil natürlich je nachdem, wie der andere nach Hause kommt oder man ganz genau weiß, was er macht und was das für Schwierigkeiten, für Negativpunkte geben kann, aber auch für wunderbare Höhepunkte, wie man sich dabei fühlt. Und man kann einfach dem anderen es nachfühlen oder ihn auch verstehen, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Und das ist, glaube ich, ganz gut. Es gibt natürlich, damit will ich Menschen, die einen anderen Beruf haben und die mit einem Schauspieler verheiratet sind, das nicht absprechen. Also das ist, aber es ist natürlich schon ein spezieller Beruf, so oder so. Ein bisheriger Höhepunkt deiner Karriere? Ich war, als ich getanzt habe, die Zeit, die ich getanzt habe, war ich sehr glücklich, was ich getanzt habe. Also ich habe Prinzessin Turan dort getanzt. Also das ist eine Musik von Hindemith, die nicht sehr eingängig ins Ohr geht. Ich habe in Schwanensee getanzt. Also ich habe richtig große Rollen getanzt. Das war schon toll. Und das kann man nicht anders sagen. Und es ist was ganz anderes, als zu synchronisieren, als Schauspieler zu sein, logischerweise. Und das ist etwas, was man als großes Erlebnis bezeichnen muss, weil es noch umfassender ist als zu spielen. Weil die Musik, die ist nicht nur in deinen Ohren, die geht durch deinen Körper hindurch. Du bewegst dich in der Musik, auf der Bühne, im Raum und du spielst noch eine Rolle. Also du bist mit dem ganzen Körper, mit der Musik eine Figur und dein Körper ist extrem dein Instrument und das ist etwas Großartiges. Und wenn man sich dann, weil man technisch sehr gut ist, dessen auch bewusst wird, was du damit ausdrücken kannst, ist es wirklich als Höhepunkt zu bezeichnen, obwohl es schwer ist, weil das ist natürlich ein Knochenjob, das kann man nicht anders sagen. Der nächste Höhepunkt war der, als ich am Theater war in Schwerin, wo ich auch getanzt habe. Da ja nie an den Theatern ganz junge Mädchen waren und ich ja sehr jung zwangsläufig durch den Tanzberuf auch ans Theater kam, haben die dann, wenn sie keine jungen Mädchen hatten, haben die mich dann gefragt, ob ich nicht die Rolle spielen würde, ein junges Mädchen. Ich dachte, ja, wenn ihr meint, dass ich das kann, mache ich das. Und das war insofern ein Erlebnis für mich, weil du läufst über die Bühne, du musst keine Angst haben, du wackelst nicht, du bist ganz sicher zu Fuß. Du musst dir nicht den Körper verbiegen, um irgendwas auszudrücken, du sprichst. Das war schon toll, das war auch ein tolles Erlebnis, war ein Höhepunkt, obwohl es jetzt keine spektakulär große Rolle war. Das war ein Grunderlebnis, weil ich gemerkt habe, das kann ich auch. Und als ich auf der Ballettschule war, das war auch insofern interessant. Da war mal ein Regieassistent, so wurde zum Teil auch gecastet in der DDR, ein Regieassistent da und hat für eine Rolle, für eine deutsch-polnische Koproduktion, ein Mädchen gesucht. Ein blondes Mädchen, weil es sollte ein deutsches Mädchen sein, die mit einem polnischen Jungen befreundet war zur Zeit des Überfalls Deutsche auf Polen. Und der hat mich rausgepickt und ich bin dann zur Probeaufnahme sogar nach Polen gefahren, nach Wrocław mit meiner Mutter zusammen, weil die in Breslau geboren wurde. Und da ich ja minderjährig war, durfte ich mir aussuchen. Und da ich wusste, dass meine Mutter, habe ich natürlich gesagt, meine Mutter soll mitkommen. Und dann haben wir die Probeaufnahmen gemacht. Und ich hatte diese Szene zu spielen, wo sie begreift, dass das ihr Freund ist, dass der aber jetzt der Feind ist. Also eine ganz schizophrene Situation.
Und ich, das weiß ich noch bis heute. Das war das erste Mal, dass ich also gespielt habe, ohne zu tanzen. Und in dem Atelier war es totenstill. Man hätte eine Stecknadel zu Boden fallen hören. Und dann war ich fertig. Und dann kam der Regisseur zu mir, ein polnischer Regisseur, kenne den Namen nicht mehr. Dann hat er sich vor mich hingekniet, hat mir die Hand gegeben und hat gesagt, Marina, ich möchte, dass du mir versprichst, dass du Schauspielerin wirst. Und ich, ja klar, werde ich Schauspielerin, obwohl ich ja gerade dabei war, Tänzerin zu werden. Aber man hat ja viel Zeit. Wenn man Kind ist, hat man sowieso viel Zeit. Das mache ich noch. Irgendwann werde ich Schauspielerin. Und das war ein tolles Erlebnis. Nicht, weil der Regisseur das gesagt hat, sondern weil ich beim Spielen begriffen habe, dass ich noch was anderes habe, was aus mir raus kann. Und ich habe schon gemerkt, und man merkt, wenn man als Schauspieler ganz schlecht ist, merkt man, und wenn man richtig gut ist, das merkt man auch. Das habe ich immer wieder bei anderen festgestellt und bei mir selber auch. Und das habe ich da festgestellt zum ersten Mal. Und das war auch ein toller Höhepunkt für mich. Obwohl, und jetzt kommt der Hammer, natürlich bin ich es nicht geworden. Es war dann jemand anderes, weil das hat mir dann der Regieassistent erklärt. Der stand dann irgendwann vor der, wir wohnten im Hotel, vor der Hoteltür. Und meine Mutter machte die Hoteltür auf und er sagte, tut mir leid, ich muss der Marina sagen, sie ist es nicht geworden. Da sagte meine Mutter, das weiß ich schon, die heult schon seit 2 Stunden. Ich wusste es schon. Es war mir, ich weiß nicht warum, ich wusste, ich bin es nicht. Und ich heulte, weil ich glaubte, auch versagt zu haben und was man dann so alles denkt. Aber das war dann quasi das Ende dieser Geschichte.